Wir sind zurück im nächsten Teil und wie ihr wisst, in dem letzten Teil hatte ich hier einen Fail und musste mich bis dahin nochmal durchkämpfen, da ich natürlich auch das Quicksave vergessen hatte anzulegen. Zwischendrin, es lief richtig gut und dann habe ich hier mal kurzfristig auch mal einen Arsch voll gekriegt. Und jetzt bin ich hier angekommen und jetzt will ich erstmal versuchen, ob ich irgendwie eine Möglichkeit habe, erstmal diese bescheuerten Bogenschützen da runter zu kriegen. Aber das sieht mir nicht so danach aus. Ich will mal gucken, ob ich mit den zwei hier, Lanvis und Khan, da irgendwie die schon mal wegkriege, weil die enormen Schaden verursachen, wenn ich gegen die da oben kämpfen muss. Ah, das ist hier alles irgendwie blöd mit der Karte. Man kann nicht richtig gucken. Naja, wir probieren es mal. So, ich hoffe, er bleibt stehen. So, jetzt habe ich ihn erstmal geheilt. Ja, geheilt. Muss ich erstmal heilen. So, jetzt habe ich ihn geheilt. So. Ja, das ist ja schon mal okay, wenn er sich da hinstellt. Obwohl, er trifft mich, aber ich treffe ihn nicht. Ich bin bereit. Ist natürlich auch genial. Ja doch. Den haben wir auf jeden Fall durchgekriegt. Das ist schon mal einer weniger. Wenn der jetzt noch kommt, der ist noch besser. Ich mache hier auf jeden Fall mal einen Quick Save. Eine Heilung, die brauchen wir auf jeden Fall. Ich muss nur aufgucken, dass der Khan da nicht hochrennt. Dann zieht er mir den ganzen Mob da oben runter. Im Namen Merins. Bisschen hochheilen. Stellen wir uns wieder dahin. Und Feuer frei, dass wir den da wegkriegen. Jawohl. Ihr seht, was die aushalten. Und die dann noch in dem Kampf platt zu machen, das ist echt dann doch zu viel gewesen bei dem letzten Mal. Das hab dann selbst ich da nicht überlebt. So, jetzt nehmen wir uns erstmal hier noch die ganzen Waffen- und Rüstungspunkte mit. Da gucken wir nochmal schnell durch. Hier haben wir einen Punkt gekriegt. Auf der Waffe 1, die haben wir fertig. Rüstung haben wir auch soweit fertig, aber wir haben einen Rüstungspunkt. Das heißt, wir können hier jetzt abschließend das beenden. Dann machen wir nochmal die magische Rüstung. Als eine Defensivklüve, Lebhaftigkeit. Physische Rüstung, was haben wir hier drin? Die physische Rüstung haben wir hier auch drin. So, waffenmäßig haben wir auch alles durchgeskillt. Jetzt gucken wir mal weiter. Lanvis, rüstungsmäßig. Er ist auch mittlerweile Stufe 20, immer magische Rüstung. Ich nehme hier die physische Rüstung. Und was brauchen wir noch? Lebhaftigkeit. Physische Rüstung, da haben wir das doch alles. Waffe 1 ist durchgeskillt. Waffe 2 haben wir noch einiges offen. Was wir noch machen könnten, das wäre dann für seine Schusswaffen, Genauigkeit, kritische Angriffe. Ich nehme kritische Angriffe. Der Glaube, was haben wir hier? Die Weisheit. Und hier nehmen wir die Genauigkeit. Rote Klüve haben wir leider keine. Kritische Angriffe, Geschicklichkeit nehmen wir hier dazu, Grün, Weisheit, Intelligenz, Mana, Glauben, ja, natürlich Glauben, immer Genauigkeit und Weisheit, die Genauigkeit, Gelb,
Dann nehmen wir hier jetzt noch die Lebhaftigkeit mit rein. Und dann haben wir noch einen Waffenpunkt. Meister der Handfeuerwaffe. Offensive Handfeuerwaffen. Spezialisierung erhöht Schaden, Trefferchance und senkt Angriffs. Rundenverzögerungszeit. So. Ja, ich glaube, das ist Wert 2 Weisheit. Physischer Schaden. Das nehme ich. Und warum nimmt er das nicht? Bin ich noch keine Stufe 20? Natürlich bin ich hier. Warum kann er das jetzt nicht nehmen? Ach, brauche ich wahrscheinlich eine rote Klüve, um das abschließend dann zu bekommen, oder was? Keine Ahnung. Warum ich das jetzt nicht bekomme. Gut, dann haben wir noch einen Rüstungspunkt. Und den können wir dann gucken, ob wir den hier irgendwie noch anwenden können. Physische Rüstung, da haben wir alles magisch. Ja, das geht auch nicht. Warum geht das nicht? Ich habe doch hier noch einen Rüstungspunkt. Also müsste das doch funktionieren, oder? Na gut, keine Ahnung. Machen wir einfach mal weiter. Wir speichern es hier mal ab. Vielleicht habe ich da irgendwo einen Fehler drin. Was ich gerade total übersehe. Und obwohl, wir könnten ja hier versuchen, ein bisschen zu blocken. Dass wir die runterziehen. So, Darius. Dalon. So. Ich bin bereit. Versuchen wir die mal runterzuziehen. Ja, komm doch schon. Ach du Scheiße, ey. Jetzt ist er natürlich provoziert worden. Stolperschuss auf den Raptor. Der macht dann nämlich doch ganz schön Schaden. Nee, Moment. Das habe ich hier schon wieder verkehrten Einstellungen. So, jetzt haben wir es. So, Gemetzel und Schuss. Den auf jeden Fall an hier. Zack. So, für unsere Tanks hauen wir unsere Sachen rein. Unsere Buffs, dass wir die oben haben. So. Ich renne etwas vor. So. Und dann muss ich mal die Heilung raushauen. Wenn ich es denn schaffe. So. Das habe ich. So, den haben wir weg. Wie sieht es jetzt hier unten aus, Leute? Ich sehe das so schlecht, ey. Das gibt's doch gar nicht. Hier machen wir eine Provokation drauf. So, den haben wir schon mal darüber gezogen. Kahn, komm her. So, den haben wir auch weg. Den noch, den können wir zusammenkloppen. So. Ja, jetzt haben wir es doch geschafft. Und jetzt wird da nicht lange gefackelt, jetzt geht's hier auch gleich weiter. Weil das war ja schon. Oh, da stehen ja schon wieder die nächsten, ey. Marabu. Kann ich die vielleicht von hier unten schon irgendwie bekommen? Jawohl, ne, die stehen ja dicht genug am Rand. Ich laufe hier mal weiter. Obwohl, die kommen runter. Die kommen hier runter gerannt. Okay, ich lasse noch mal kommen. Ein Stück. Scheiße, wo ist denn jetzt hier? Ach, da ist ein Armbrustschütze noch dabei. Scheiße, da. Armbrustschütze. Und wo ist der Marabu hier? Mit Kahn. Stolperschuss. Auf den Marabu. Gemetzel. Marabu, auf geht's. So, dass wir das hier auch alles ein bisschen sehen. So, der liegt.
Jetzt noch den Armbrustschützen, jawohl. So. Ich bin bereit. Die hätten wir aber erledigt. Oh, hier ist ja Ende. Da können wir das nochmal ablaufen. So, dass wir die Punkte da haben, dass wir da sehen, dass wir da waren. Gut, hier durch. Ein Quicksave. Weiter geht's. Auf der Stelle. So, hier kurz drauf. Genau. Ja. Kurz die Karte klicken. Also hier, da müssen wir noch überall hin. Also da ist noch einiges vor uns. Ich hoffe nicht, dass hier unten noch was dazu kommt. Das wäre ja dann noch riesig. So, Irrgarten hier ist. Weil die Gänge sind so eng. So. Werde ich jetzt von oben beschossen oder was? Ne, Marabu. Leute, Leute. Ich hab's ja gewusst hier. Die machen von oben schon was. Auf Landes. Auf der Stelle. Hier haben wir eine Kiste. Und hier haben wir ein Heiligtum. Da gehen wir auf jeden Fall mal rein. So. Und fett eine Stufe gekriegt, jawohl. Da geht's auch hier irgendwo weiter. Das könnte der Weg hier rüber sein, genau. Obwohl, hier ist auch Ende. Wie bin ich jetzt gelaufen? Hier? Was ist denn das hier für ein Weg? Leute, 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 hier geht's hier drüber. Dann gucken wir uns doch erstmal nochmal nach da hinten um. So, hier hoch, das ist alles echt extrem eng. Jawohl, den haben wir schon mal so weggekriegt. Das ist doch schon mal was. Drauf geschissen, ey. So, jetzt kommt er zurück. Dann machen wir den auch noch weg. So, komm her, stell dich mal da vorne hin. Jawohl. Na, nicht wegrennen. Wir laufen hier unten drunter halt durch. Sofort! Hält sich der Sack. Ja. Fanatiker-Töter. Okay, haben wir eine Auszeichnung gekriegt. Mystiker laufen da oben rum. Ja. So. Hier haben wir noch was stehen. Und da ist auch hier Ende. Okay. Dann machen wir das jetzt noch. Gehe ich erstmal auf den Armbrustschützen. Und hier drauf. So, Kahn, Stolperschuss. Alles beim Alten hier. Gemetzel, Schuss, Schuss. Los geht's. Zack. Die haben nämlich schön gewartet, dass wir hier unten drunter durchlaufen. Und das haben wir ihnen aber genommen, den Spaß. So, ich denke hier oben rum, das haben wir abgeschlossen soweit. Es kommen noch mal welche da. Mal gucken, ob wir da noch einen treffen. Nein. Also, platzieren wir uns hier. Die sind wahrscheinlich auf dem Weg hier runter. Kahn, dreh nicht durch. Was ist denn jetzt? Oh fuck. Warum stehen die jetzt plötzlich alle hier vor mir? Die haben sich mit irgendwas gestärkt oder was? Meister der Riten.
Fuck, ey. Den muss ich erstmal aufs Korn nehmen. Wer weiß, was das für ein Typ ist. Der kriegt erstmal einen Stolperschuss. Gucken, ob das durchgeht, durchkommt. Landesgemetzel, das machen wir jetzt noch. Das hänge ich noch dran von der Zeit her. Kein Problem, das machen wir jetzt noch hier. Ziel ist zu nah. Das müssen wir mal so hinnehmen im Moment. Ja, super, der liegt hier schon. Ich bin begeistert. Kann Verbündeten nicht anvisieren, das soll ja auch nicht. So, wir nehmen uns hier die Provokation. Zack. So, das haben wir. Den kloppen wir noch weg. Gut. Jetzt gehen wir mal hier kurz zurück zu unserem Heiligtum. So, Leute. Wir sind fertig mit dem Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gehen hier ganz gut durch. Mittlerweile, es geht vorwärts. Viel schneller wie zu Anfang die Teile. Und ich hoffe, ihr habt Interesse noch dran, euch es weiter anzuschauen. Wenn ja, schaut immer wieder rein. Ich mache es auf jeden Fall weiter. Und ich bleibe dran. Gebt einen Kommentar ab, ein Feedback, einen Daumen, was ihr wollt. Ihr könnt uns auch abonnieren, wenn ihr es ganz frisch gesehen habt. Wir haben noch andere Projekte bei unserer Play Family. Und schaut immer wieder mal rein. Und wie immer sage ich bye bye, euer Wulfgar.